Februar 1776. Goethe war erst wenige Monate in Weimar sozusagen auf Probe, hatte aber schon Charlotte von Stein kennengelernt. Ist heute ein etwas rätselhaftes Verhältnis. Sie war ja 7 Jahre älter, verheiratet, Mutter vieler Kinder, der Mann war viel weg. Aber sie hat ihn eingeführt in die Gesellschaft und er hat für sie gedichtet und geschwärmt. Er brauchte aber Ruhe in seiner Seele und deshalb schreibt er auch an sie denkend Wanderers Nachtlied. Am Hang des Ettersbergs, den 12. Februar 76. Der du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm, ach, komm in meine Brust. Meine Friedenswünsche betreffen immer Frieden im Inneren, Frieden in der Familie, Frieden unter Nachbarn, Frieden im Ort und Frieden auf Erden. Euer Ernst.